Willkommen zurück bei Wolf bei der LP mit Pokémon Quarz. Im letzten Part haben wir uns hier durch den Dschungel gekämpft, immer noch auf der Suche nach einem Pokémon Center und jetzt ist diese nette Dame hier, die uns wahrscheinlich verprügelt. Oh, look at you. For someone on adventure, you're traveling awful light. Bist du meine Mutter? Die würde jetzt auch sagen, zieh dir eine Jacke an. Hast du auch genug frische Unterwäsche dabei? Hast du dies eingepackt? Das ist die Weiterentwicklung von unserem Rasierblattvieh. Das sehe ich auch so schon. Ja, aber so sind Mütter doch. Die wollen, dass man alles eingepackt hat und genug Zeug hat von allem, das man nicht braucht. Obwohl ich sagen muss, obwohl ich ein Kerl bin, habe ich mir das auch so ein bisschen angeeignet, dass ich immer mehr als genug einpacke eigentlich. Ich reise da auch immer mit viel zu viel Gepäck. Meistens ist da aber dann die Hälfte des Gepäcks unwichtig und Technik. Bin ja Technikfreund, ne? Pack mir dann immer meinen Lüfter ein, weil ich meine, es ist mir immer warm, also muss ich mich ja kühlen können. Und sowas. Ja, ich weiß, ich übertreibe das gerne. So. Ja, wenn ihr nicht mögt, dass ich über sowas rede, sagt es mir auch. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nichts Privates hören wollt, tut mir das leid. Zack, weg. Komischer Vogel. Linda kriegt aber ordentlich Erfahrung jetzt. Aber Linda ist eh so ein Allrounder. Ja, Säure macht keinen Schaden, ich weiß. Jetzt werde ich wieder angerufen. You've got a call from Amber. Also, Amber? The leader of Band Amber? Das muss ein... Also, die Anführerin von Band Amber? Das muss ein Fehler sein. Vielleicht ist da eine Interferenz. Und ich habe den Anruf durch einen Fehler erhalten. Also, Elektra sagt es jetzt. Hello? Boss? Ja, ich bin's. Bist du im Regentempel angekommen? Ja! Alles läuft wie am Schnürchen. Wir haben alle Kotokams gekidnappt. Da müssen bestimmt 100 hier... der must be over... Das müssen über 100 hier sein. Wenn alle ihre Sonnenmasken tragen, wenn alle ihre Sonnenmasken zur selben Zeit tragen, wird die Sonne ewig scheinen. Das sind gute Nachrichten. Mach weiter wie immer. Und dieses dumme Cowgirl wird nicht im Mittelpunkt stehen. Du meinst deine Schwester? Ja, meine ältere Schwester. Sie könnte den bösen Pfad betreiben. Oder beschreiten. Aber nein, sie musste ein Schatzjäger werden. Und das Kind, mit dem du vorhin geredet hast? Wolf? Vielleicht wird dieses Kind im Wald verloren gehen. Boss? Hä? Boss? Bist du mit jemandem zusammen? Nein, bin ich nicht. Warum? Ich höre jemanden atmen. Ich glaube, da ist eine Art von Interferenz. Der Ellos im Wasserfall. Oder im See, Fluss könnten eine bestimmte Art von elektromagnetischem Feld erzeugen. Wir sollten jetzt auflegen. Okay, dann rufe ich dich später an. Ach Gott, das ist alles hier... Also, das ist schlechte Tarnung. Die anderen waren deutlich besser. Also, tut mir leid, wenn ich das jetzt so stockend übersetzt habe. Aber Leute, ich bin wirklich schlecht im Synchronübersetzen und... Diese Viecher, nein, ich will die nicht. Und jetzt wird gerade bei mir geklopft, ich bitte um Entschuldigung. So Leute, für euch nur ein Augenblick, für mich eine lange Zeit. Mein Vater hat mich mal wieder jetzt mit News vom Tag genervt. Das bedeutet für mich wieder ganz, ganz viel Schneidearbeit. Entschuldigt, dass ich jetzt angehalten habe dafür.
Das wird jetzt wieder doof zu schneiden sein, weil ich ja immer wieder am Stück aufnehme. Das bedeutet, das ist für mich alles eine einzige Aufnahme. Und da muss ich dann wieder raussuchen, wo ich weg war, um da halt dann das passend zu schneiden. Und das hier passt mir mal wieder erst recht nicht. So, mal gucken, kann ich von hier aus vielleicht zu einem Pokémon Center schwimmen? Das wäre schon mal eine riesige Hilfe. Alles voll mit Leuten, aber kein einziges Pokémon Center, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo eins mal in der Nähe sein. Aber es sieht nicht danach aus, als wäre hier auch nur... Was bist du denn? Zippo. So ein Eisverschluss oder was? Komisch Viecher, oder nee, so, die Zippos sind ja diese Feuerzeuge, ne? Oder sehe ich es falsch? Leute, bitte sagt mir, ich bin ganz in der Nähe von einem Pokémon Center. Und ich muss jetzt noch 2 Schritte laufen und... Och nee. Nee, nicht jetzt noch so ein Kampf. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt die Aufnahme geht. Ich weiß ja, wo ungefähr ich angefangen hatte, das dürfte noch nicht so lange her sein. Also denke ich mal, dass ich da noch ein bisschen machen kann. Also klar, ein bisschen muss ich eh noch machen. Dürfte jetzt so eine Aufnahme ungefähr bei 7 Minuten sein, nehme ich mal an. Ich kann ja nicht nachgucken, weil wie gesagt, ich habe am Stück aufgenommen und da ist das alles ein bisschen nervig zu machen. Warum klopfen auch Leute während meinen Aufnahmen an meine Tür? Furchtbar, wie ich finde. Warum benutze ich eigentlich Crunch und nicht Feuer, also Flammenwurf? Oh Gott, ich bin halbtot. Also beziehungsweise Linda ist halbtot. Bitte sag mir, das war das einzige Pokémon von dem Kerl. Dass ich Linda zumindest nochmal heilen kann, bevor hier die Welt untergeht. Was ist denn hier in der Höhle drin? Ach, das ist dieser Wolkentempel, gut. Bitte sag mir, ich kann hier bald zum Pokémon Center, sonst bin ich tot. Hey, du! Es ist nicht sicher, zum Wolkentempel zu gehen. Na, und jetzt dreh dich um und vergiss das. Hey! Son't go to the Cloud Temple. You could be hurt if you do. Now go back and run. Aber hier ist doch der Cloud Temple. Seid ihr völlig bescheuert? Oh, we have some bad company. Ja Leute, ihr habt echt schlechte Mitarbeiter, das habt ihr. Achso, das ist ein Dame. Was? Ja, was sind denn das für wirklich schlechte Mitarbeiter? Die gucken in die falsche Richtung. Wenn ich sie darauf ansprechen will, sagen sie mir, dreh dich um und geh weg, du sollst nicht in den Tempel gehen. Und schicken mich zum Tempel. Also entweder sind die sehr, sehr dämlich, oder sie sind eigentlich Spione und wollen Bad Amber aufhalten. Und dürfen das halt nicht so raushängen lassen. Und wer bist du? Was ist passiert? Wo ist hier hingegangen? Also wo sind alle hingegangen? Ich kann kein Wort lesen. Das unten rechts sieht wie 601 aus. Das kann ich ja echt nicht lesen, was hier steht. Was steht denn hier? Sollen das Inkognito sein, dann sind die echt... Also sollen wahrscheinlich Inkognito sein, aber ich kann die echt nicht lesen. Also die sehen schlimmer aus als die echten Zeichnungen. Wir sind hier, um ein legendäres Pokémon, um ein antikes Pokémon zu finden, das es besser beeinflussen kann. Ein Kind wie du wird das nicht stoppen. Ja, ich habe das jetzt mal übersetzt aus der Erinnerung, weil... ganz einfach, der Text war relativ easy und ich habe den kurz überflogen, wusste direkt, was er wollte, deswegen konnte ich weiterklicken. Also nicht wundern, das ist jetzt nicht asynchron geworden durch den Cut. Ich mache das ja immer synchron und schneide dann. Sondern das lag einfach nur daran, dass ich den Text sehr schnell gelesen habe und da schon weitergeklickt habe, bevor ich ihn überhaupt aussprechen konnte. Ah Gott, jetzt hier wieder... Das ist jetzt wieder hier eine Sache. Hier durchprügeln und nicht mal ein Pokémon Center vorher kriegen.
Sowas muss echt nicht sein. Aber wäre das ein Nuzlocke, hätte ich ja echt schlechte Karten. Vor allen Dingen, da ich mit dem Surfer so schlecht klarkomme. Weil ich muss ja jetzt... Ich wollte ja Zerschneider keinem Pokémon beibringen, beziehungsweise ich konnte es ja aus meinem Team keinem beibringen. Musste ich ja schon Pokémon mitnehmen und dann wäre ich eben mit einem mindestens weniger gegangen und dadurch, dass ich Surfer auch keinem beibringen konnte. So. Obwohl, habe ich was gegen den. Gegen die Paralyse, habe ich doch hier bestimmt eine Beere. So, hier ist Poison, da, Antiparalysebeere. Spicy, dry, schön. Ich wollte eigentlich das benutzen, so. Linda ist wieder fit. Ja, mit euch dreien muss ich mich jetzt prügeln, oder wie? Hey, wir sind hier, um all die Kotokabels. Hey, we're here to kidnap all the Kotokabels for our attempts. But I've taken one for myself, that's right. Ja, ich bin jetzt zu faul, das alles hier simultan zu übersetzen. Ihr versteht's ja meistens. Sie wollen hier alle für ihre eigenen Belange fangen und entführen, um sie dann halt für die ewige Sonne zu benutzen, um eben diese legendäre Pokémon dazu zu benutzen, hier die Chaos zu veranstalten und die Elektro-Pokémon für alle Zeiten mächtig werden zu lassen, was auch immer die vorhaben, ist mir auch egal. Und jetzt kommt das Pokémon der Stunde, dieses Kotokabe, komische, was auch immer das ist. Ganz ehrlich, ich zünd's an. Egal was es ist, mal gucken, ob es feuerfest ist. Das ist wahrscheinlich die Vorentwicklung der Horror-Eule. Ach, Eis hier. Also, ach, das ist Formeo. Jetzt hab ich's verstanden. Ein Formeo. Sich in Eis zu verwandeln, nachdem man eine Feuerattacke abbekommen hatte, war schon ziemlich riskant. Muss man ja mal dazu sagen. Echt keine intelligente Idee. Zack, weg. Kommt der mir hier mit Formeo? Ja, gleich der nächste. Yo, yo! You won't crash our plans again, no you fool! Oh, ist ja jemand traurig, dass ich hier so böse bin? Ja. Mach ich denen alles kaputt? Nee, nee. Mach ich doch gerne. Bin ja ein ganz, ganz böser. So, ja, ich kann ja eigentlich alle relativ schnell besiegen. Das Problem ist, dass mir die AP ausgehen, ja. Ich hab's gewusst. Gut, dann müssen wir jetzt halt mit Drachenattacken voranschreiten. Sind ja zum Glück hier gnadenlos überlevelt. Obwohl der weitere Throw, der könnte uns hier echt gefährlich werden, ich sag's ja. Ich habe im Notfall noch einen Beleber dabei, also so ist es nicht. Ich könnte, wenn's hart auf hart kommt, auch noch Plino wieder beleben. Um hier was... Ja, Wirbelwind, danke. Plino, obwohl, der hier kann auch kämpfen. Und wenn wir Glück haben, ich dachte eigentlich an Erdbeben, weil wir in so einer Kackhöhle sind. Treibholz, du bist nutzlos wie Sau, weißt du das? Server mal vergessen, Fake Out. Ja, einfach nicht die erste Attacke, kann man auch vergessen. Treibholz, du bist sowas von nutzlos. Gut, Linda, du musst das machen. Letzte Hoffnung. Beziehungsweise erste Hoffnung. Ja, der Flammenwurf ist glaube ich stark genug, um das Vieh zu erledigen. Hoffen wir es einfach mal. Ja, Linda. Linda klärt, Linda regelt. Wem kam das jetzt bekannt vor? Wem's bekannt vorkam, bitte mal einen Kommentar drunter posten, würde mich mal interessieren. Wer da was gemerkt hat. Spark, ja, Spark ist egal. Wir sind ja hier unverwundbar. So, weg. Und wir kriegen die Erfahrung, die wir brauchen. So. Das sind aber Menschen und keine Pokémon. Ach, das ist diese Elektra. Was? Du bist das Kind, das Ben Amber vorher schon mal gestoppt hat, oder? Dieses Mal wird's anders sein. Wir, Band Amber, existieren für das Gute der Elektro-Pokémon, also für
das Heil der Elektro-Pokémon. Mach dich bereit zu verlieren. Simultan übersetzen. Also nach dem Kampf werde ich einen Cut machen, egal wie lang der Part ist. Es kann sein, dass es kürzeren gibt, aber es gibt ja heute noch einen Part, also so ist ja nicht. So, ja. Altes Problem. Mal wieder keine Bodenattacke. Zum Glück vom Bodentyp, das bedeutet, Elektroattacken können uns nichts anhaben. Ich glaube, damit haben wir hier schon mal einen Stein drin. Und damit können wir hier auch arbeiten. Können wir zumindest hoffen. Müssen wir hoffen. Okay, das ist ein nächste, achso, und das letzte Pokémon schon. Fernrun, achso, das ist die Weiterentwicklung von diesen Pokémon, die hier für die elektrischen Missimpulse sorgen, da, für die Störungen. Ja, ich hoffe mal, das hier sieht ein bisschen besser. Ja, schon viel besser, sehr effektiv sogar. Und weg. Damit dürfen wir schon wieder Level Up sein. Ja, Linda hier. Nein, das kann nicht sein. Habe ich Elektra verloren gegen so ein Kind? Oh, gegen ein kleines Kind? Na gut. Vergiss nicht, Kleiner. Das ist nicht unser letztes Treffen. Wir werden weiterhin für das Wohl der Elektro-Pokémon arbeiten. Arrivederci. Danke, oh danke. Du hast all die Kotokabes gerettet. Das ist echt schwer auszusprechen. Als Gegenleistung möchte ich dir eins geben. Oh. Oder das wäre, was ich sagen würde, wenn du Platz dafür hättest. Ich will kein. Obwohl, ich will schon eins. Die vier sind cool. Ich glaube, ich werde mal nach draußen latschen, jetzt ins Pokémon Center, wenn der Weg da ja nicht offen ist, und hol mir so eins ab. Könnt ihr mir ja ruhig auf die Bank geben, würde ich sagen. Obwohl, nee, das sind ja diese Formio-Verschnitte. Eigentlich möchte ich es ja dann doch nicht. Also wenn ich daran denke, dass das Formios sind, dann will ich es doch nicht. Ach Gott, ich habe eigentlich gehofft, ich käme hier endlich mal irgendwo an. Och nee, nicht du, nicht du. Oh. Hier ist also mein lieblicher Dschungel. Erforscher, oh, du bist so mutig, dieses Niemandsland zu durchqueren. Hey Wolf, was, wenn wir ein bisschen abwarten und kämpfen? Okay, Darling? Finde ich jetzt, an sich fände ich das gar nicht mal schlecht, aber jetzt ist gerade ein bisschen schlecht. Ich habe hier gerade so ein paar private Probleme. Und möchte ich da eigentlich nicht gerade mit reinziehen und das passt mir gerade einfach nicht. Sorry, Wolf. Pino sollte ja eigentlich mit dem Vieh fertig werden. Ja, Water Pulse. Einziger Vorteil ist, dass wir zum Glück ein Drachen-Pokémon sind. Das rettet uns so ein bisschen vor den Wasserattacken. Pino hat aber, glaube ich, auch keinen Gigasauger mehr übrig, um sich hier irgendwie zu heilen. Ja, nicht sehr effektiv. Rasierblatt, vernichte es, solange du noch kannst, Plino. Naja, zum Glück ist Plino stark genug. Das hat mich jetzt wieder ein Beleber gekostet. Nur weil Rani hier kämpfen möchte. Was für ein Vieh. Ich schicke als erstmal Linda vor. Linda ist hier Quotenkiller. Die macht das schon. Ja, ich hab's befürchtet, dass es ein Feuer-Pokémon ist. So, dann versuch ich's mal mit dem Drachenatem, also dem Drachenhauch. Bis es gefährlich. Ja, bis es zu gefährlich. Schicke ich mal ein ganz nutzloses Pokémon vor. Ja, Level 5. Es ist nicht ganz nutzlos, aber es ist in dem Fall jetzt nutzlos. Ich weiß, ich brauche jetzt wieder unendlich viel. Aber das ist, glaube ich, hier notwendig.
Weil ansonsten macht die Pino fertig und dann müssen wir wieder den ganzen Weg bis hierher laufen. Und das will ich nicht, weil hier kriegen wir Fliegen. Oh, nee. Dann Drachen auch. Oder Drampuls? Nee, Drachen auch. So. Wollte ich nicht eigentlich Katze essen? Schon vor Ewigkeiten? Na gut. Ja, überziehe ich halt heute mal ein bisschen länger. Sobald dran besiegt ist, gibt's hier einen Cut. Stirber, ja. Nee, ich lass es. Linda ist schnell genug, die muss jetzt einmal einen Flammenwurf einsetzen, dann ist hier vorbei. Strawberry ist erledigt mit dem Feuer. Puh. Oh, Darling. Du bist so hart zu mir. Nächstes Mal werde ich dich nicht gewinnen lassen, okay? Okay, du hast gewonnen. Hey. Ich denke, du genießt das. Oder du wirst es mögen. Mach dir keine Sorgen, wenn du nichts für mich hast, okay? VM02 hat das Fliegen. Ja. Achso, ja, wir brauchen ein Black Village Gym dafür, ja. Also hat uns ich fasse es kurz zusammen, weil ich möchte jetzt hier den Part beenden. Sie hat uns geküsst und hat uns gesagt, wir brauchen den nächsten Arena-Orden, um von einer Stadt zur nächsten zu fliegen und wir sollen uns aufpassen und den Pokédex weiter vervollständigen. So Leute, und jetzt lasst mir einen Kommentar, tschüss, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.